Die Naturwissenschaft befasst sich mit Vorgängen innerhalb unserer Welt, mit Zusammenhängen in unserer Welt, mit Abläufen, und zwar mit regelhaften Abläufen. Sie sucht nach Zusammenhängen von Ursache und Wirkung, nach zugrunde liegenden Prinzipien, nach verallgemeinernden Gesetzen, wo man mehrere verschiedene Dinge durch dasselbe Gesetz beschreiben kann. Wissenschaft befasst sich mit empirischen Dingen, die wir in der Natur beobachten können. Sie muss nachvollziehbar sein für jemand anders. Wissenschaft versucht, verallgemeinernde Prinzipien zu formulieren, Dinge, die zunächst mal keinen Zusammenhang zu haben scheinen, auf gemeinsame Prinzipien zurückzuführen oder von einem Gesetz abzuleiten. Ereignisse in der Vergangenheit hinterlassen Spuren. Und diese Spuren können wir empirisch untersuchen. Wir können sogar Vorhersagen machen darüber, was für Sorten von Spuren wir finden müssen, wenn gewisse Ereignisse stattgefunden haben. Und so kann Wissenschaft sich auch mit einmaligen Dingen befassen, die in der Vergangenheit abgelaufen sind. Vorausgesetzt, damals haben auch dieselben Naturgesetze gewirkt wie heute. Man stellt sich oft als wissenschaftliche Tätigkeit die Tätigkeit im Labor vor, wo man ein Experiment aufbaut und das beliebig oft wiederholt, wo jemand anders das nachvollziehen und reproduzieren kann. Das ist bestimmt ein großer Teil wissenschaftlicher Tätigkeit. Aber es gibt auch wissenschaftliche Tätigkeit, die nicht im Labor passieren kann. Astronomie, da schaue ich an den Sternenhimmel. Oder in meiner Forschung befasse ich mich zum Beispiel auch mit Ökosystemen. Wir modellieren die nur theoretisch. Aber ein Ökosystem kann man auch nicht ins Labor holen. Wenn ich es rausnehme aus seiner Umwelt, dann ist es nicht mehr das System, was es dort vor Ort ist. Ich kann aber vor Ort hingehen, empirische Untersuchungen und Messungen machen. Jemand anders kann auch hingehen und prüfen, ob sich so verhält, wie ich schreibe oder behaupte. Naturwissenschaft arbeitet empirisch, das heißt, sie arbeitet in enger Verbindung zur Natur. Sie versucht, aus der Natur abzulesen, wie die Natur ist, statt dass man nur im Zimmer sitzt und sich das ausdenkt, wie Natur sein müsste oder sein sollte. Also man geht an die Natur, stellt Fragen an die Natur, macht Experimente und Beobachtungen, Messungen. Das ist die Vorgehensweise der Naturwissenschaft. Letztlich, denke ich, gibt es nichts innerhalb dieser Welt, an das man grundsätzlich nicht mit einer wissenschaftlichen Fragestellung herangehen kann. Grenzen der Wissenschaft sind da, wo man durch Beobachtung nichts erreichen kann. Zum Beispiel Philosophie, Glaube, das sind ganz andere Zugänge zur Wirklichkeit. Mathematik ist vielleicht so ein Grenzfall, ist ja eine Welt für sich. Wissenschaft, ich denke, wie jedes Gedankensystem, muss auf einer Grundlage stehen. Man macht irgendwelche Grundannahmen. Ausgehend von denen arbeitet man. Die Grundannahmen selbst können natürlich nicht Teil der Wissenschaft sein oder Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Das sind ja oft philosophische Annahmen, die man macht. Grenze der Wissenschaft ist auch da, wo einmalige Ereignisse sind. Nehmen wir Wunder. Beispiel Auferstehung Jesu. Das ist ja der Kern des christlichen Glaubens. Und da kann Wissenschaft zunächst mal nichts sagen, weil das ein Ereignis war, was von den normalen Abläufen abweicht. Und Wissenschaft kann nichts darüber sagen, ob einmalige Ereignisse verboten sind oder erlaubt. Wissenschaft sagt nur, was regelmäßig passiert, wiederholbar, nachvollziehbar. Man könnte höchstens insofern wissenschaftlich an solche einmaligen Ereignisse herangehen, dass man mit der Geschichtswissenschaft rangeht. Das ist aber jetzt nicht die Naturwissenschaft, über die wir hier reden.